Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mittlerweile haben wir ja eigentlich fast alle Ferien und das heißt auch, dass bald wieder ein neues Schuljahr beginnt. Natürlich wollen wir an dieses Schuljahr auch sehr gut reinstarten und ein erfolgreiches Schuljahr haben. Und da habe ich heute mal einige Apps für euch, die euch bei der Schule und vor allem auch beim Lernen helfen können. Wir wissen, dass unser Handy eine große Ablenkung für uns sein kann und wir oft versuchen, einfach das Handy wegzulegen und nicht so viel Zeit daran zu verbringen. Aber teilweise hat unser Handy auch einige Vorteile, beispielsweise wenn wir Apps haben, die uns auch beim Lernen helfen können. Heute möchte ich euch mal einige dieser Apps vorstellen, also viel Spaß beim Video. Und zwar ist die allererste App eine sehr, sehr simple App und zwar heißt sie Notendurchschnitt. Wenn du in der Schule das Punktesystem hast, also sozusagen die Punkte 1 bis 15, 15 ist 1 plus und so weiter, dann würde ich dir sehr diese App Notendurchschnitt empfehlen, weil du einfach deinen Notendurchschnitt ausrechnen kannst. Ihr wisst ja, dass wir mit den normalen Noten einfach die Noten nur zusammenrechnen müssen und dann durch die Anzahl rechnen. Aber mit dem Punktesystem ist es halt ein bisschen schwieriger, das so im Kopf aufzurechnen. Und dabei soll nämlich die App Notendurchschnitt dir helfen. Du musst einfach nur deine Noten eintippen und schon wird dir der Durchschnitt unten angezeigt, was ich super hilfreich finde. Die nächste App ist die App KnowUnity. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass das wirklich eine lebensverändernde App ist. Und zwar kannst du auf KnowUnity ganz viele verschiedene Lernzettel, Ausarbeitungen, Präsentationen und Erklärungen finden. Das heißt, du kannst einfach deine Problemfächer angeben, beziehungsweise ich habe da einfach jedes Fach, was ich habe, angegeben, da ich dann einfach so ganz viel Auswahl habe zu allen Fächern, die ich habe. Und dann kannst du da einfach nach bestimmten Themen suchen und die werden dann sofort alle Lernzettel, Präsentationen und so weiter angezeigt. Das ist dazu da, damit du deinen Schulalltag effektiver und digitaler gestalten kannst. Und eigentlich, glaube ich, geht es darum, dass man sozusagen, wenn man für eine Arbeit lernen muss, einfach diese Lernzettel nehmen kann zum Lernen. Ich persönlich würde es so machen, dass ich, wenn ich ein Thema nicht verstanden habe, mir das so nochmal erkläre. Lernen kann. Beispielsweise habe ich hier in einem meiner letzten Back-to-School-Videos erzählt, dass es sehr hilfreich sein kann, sich in den Ferien nochmal alles anzugucken, nochmal zu überlegen, welche Themen habe ich eigentlich nicht verstanden und was muss ich vielleicht nochmal nacharbeiten. Und ich glaube, da wäre es super, super sinnvoll, sich so eine App runterzuladen wie KnowUnity, um dann einfach so die ganzen Themen nochmal neu aufzuarbeiten. Beispielsweise sagen wir jetzt mal, ich habe in Bio das Thema Evolution nicht verstanden. Also kann ich einfach bei KnowUnity reingehen und auf Biologie klicken und dort nach dem Thema Evolution suchen. Und schon werden mir ganz viele Lernzettel und Präsentationen angezeigt und dort kann ich einfach alles angucken, ich kann Notizen davon machen und so weiter. Du kannst dir das Ganze auch als PDF sogar runterladen. Oder du kannst auch eigene Lernzettel, also eigene Notes heißt es dann, runterladen, um dann einfach selbst anderen Leuten damit helfen. Also du musst einfach nur auf dein Profil raufgeben, dann musst du dich als Knower anmelden. Das heißt einfach nur, dass du deine Fächer angeben musst, in denen du sozusagen ein Experte oder eine Expertin bist und musst dann einfach nur die Sachen hochladen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du dann einfach auf mein Knower-Bereich raufklickst und auf Know hochladen und dann kannst du aber eine Datei auswählen und die dort hochladen. Was ich an der App speziell cool finde, ist eigentlich, dass es wirklich so auf Augenhöhe vermittelt wird, da wir die Lernzettel von anderen SchülerInnen bekommen und die dementsprechend ja auch die Notizen so machen, dass es verständlich ist und dass wir es gut aufnehmen. Des Weiteren kann man dort aber auch Fragen stellen, also beispielsweise wenn du eine Frage zu einem Thema hast, kannst du einfach auf den Fragen-Button unten raufklicken und deine Frage stellen. Und natürlich kannst du auch andere Fragen beantworten von anderen Leuten, die sie dort gestellt haben. Ich persönlich habe jetzt da noch nichts hochgeladen, weil ihr kennt mich ja, meine Lernzettel sind nicht so schön und ich habe bisher immer nur handschriftlich mitgeschrieben. Aber ich möchte ja ab nächsten Schuljahr dann mit meinem iPad mitschreiben und dann werde ich auf jeden Fall auch zu jeder Klausur, die ich schreibe, einen Lernzettel machen. Und ich werde die dann alle dort hochladen, also ihr könnt mir da sehr, sehr gerne folgen. Ich heiße auf KnowUnity Lara Emily Official, wie auf Instagram, wie auf TikTok, wie eigentlich überall. Und ich werde mir da schon mal sehr, sehr gerne folgen und ich werde dann ab dem nächsten Schuljahr dort sehr aktiv sein und sehr viele Sachen hochladen und ich hoffe, euch dann da ein bisschen zu helfen. Ihr könnt mir auch sehr gerne mal euren KnowUnity-Namen in die Kommentare schreiben oder wenn wir jetzt hoffentlich da austauschen können und uns auch gegenseitig helfen können. Ich freue mich schon darauf. Übrigens sind die Links zu den Apps auch in der Infobox verlinkt, also guck sehr, sehr gerne nochmal bei dem KnowUnity-Link vorbei. Und jetzt kommen wir auch schon zur nächsten App und zwar ist es wieder eine etwas kürzere und schneller zu erklärende App und zwar heißt die App Adobe Scan und die ist einfach dazu da, dass du Dokumente scannen kannst. Wer hätte es gedacht? Oh mein Gott, eine Scan-App, in der du etwas scannen kannst. Ich persönlich möchte hier am nächsten Schuljahr, wie gesagt, mit meinem iPad mitschreiben. Und das heißt auch, dass ich meine ganzen Notizen und ganzen Arbeitsblätter auf meinem iPad bearbeiten werde. Und dann dachte ich mir, ist es super sinnvoll, wenn ich vielleicht auch eine Scan-App da habe, um einfach meine Dokumente zu scannen. Beispielsweise, wenn mein Lehrer oder meine Lehrerin mir irgendwelche Arbeitsblätter gibt, ist es total sinnvoll, diese dann auch natürlich einzuscannen und nicht irgendwie nur ein hässliches Foto davon zu machen. Und mit der App kannst du ganz, ganz einfach und ganz simpel ein Foto von einem Dokument machen und das wird dann sozusagen eingescannt. Du kannst dann auch direkt zum Beispiel bei GoodNotes reinziehen, bei Notizen reinziehen, bei Dateien oder bei Fotos runterladen. Ich finde vor allem die Connection von Adobe Scan und GoodNotes sehr gut. Dafür ist es einfach sinnvoll, wenn ich sozusagen einen Scan machen kann von einem Dokument,
Word-Dokument und es dann sofort bei GoodNotes reinziehen kann und dort dann auch bearbeiten kann. Das finde ich einfach sehr hilfreich und deswegen ist, glaube ich, diese Kombo auch super gut. Falls ihr aber diese App nicht runterladen wollt, könnt ihr auch ganz einfach in eurer ganz normalen Notizen-App eine Sache einscannen. Dazu müsst ihr einfach nur auf eure Apple-Notizen gehen, dann dort unten auf das Kamerasymbol drücken und dann kann man auch schon einen Scan machen von einem Dokument. Natürlich ist es jetzt nicht so mega schön wie von einem normalen Scanner, aber ich finde, das reicht eigentlich vollkommen aus für ein normales Arbeitsblatt. Die nächste App ist super hilfreich fürs Homeschooling vor allem. Beispielsweise mussten wir in letzter Zeit sehr, sehr oft irgendwelche Videos hochladen, die mir etwas vorstellen, eine Präsentation halten oder irgendwie so in der Art. Und da habe ich ohne Witz Stunden über Stunden dafür gebraucht, mir diese Texte auswendig zu lernen, die ich dort sagen musste. Und ich wünschte, ich hätte diese App schon viel früher gekannt. Und zwar ist es einfach eine Teleprompter-App. Das heißt, du kannst den Text einfach vorher in diese App eingeben und schon wird er dir einfach, während du das Video aufnimmst, angezeigt. Natürlich kannst du auch die Schriftgröße und die Geschwindigkeit ändern. Und wenn du eine Präsentation hältst und diese mit Video aufnehmen musst, ist es wirklich total hilfreich. Die letzte App, die ich euch vorstellen möchte, ist eine App, die schon auf dem Handy vorher drauf war. Und zwar ist es die Reminders bzw. die Erinnerung-App. Normalerweise schreibe ich da eigentlich sehr gerne meine To-Do-Listen oder meine Einkaufslisten drin, aber ein ganz bestimmtes Feature hat mir auch noch sehr geholfen. Und zwar habe ich mir nämlich ein Widget auf meinen Homescreen gemacht, sodass ich sozusagen immer diese eine Liste hier vorne sehen kann. Und wenn ihr schon mein WhatsApp und mein Phone-Tag gesehen habt, wisst ihr schon, dass ich dort einige Sprüche aufgeschrieben habe, die mir einfach in meinem Leben helfen sollen, mich wieder an die wichtigen Dinge in meinem Leben zu erinnern. Und ich glaube, es kann sehr hilfreich sein, sich vielleicht da sein Warum oder seine Motivation aufzuschreiben. Ich habe schon in meinem letzten Back-to-School-Video gesagt, dass es sehr hilfreich sein kann, immer seine Motivation und sein Warum zu kennen. Wer beispielsweise lernen möchte oder für die Schule etwas machen möchte, weil natürlich oft die Motivation nicht mehr da ist, leider. Und da kann es sehr helfen, einfach mal deine Motivation zu kennen. Und ich habe dir auch vorgeschlagen, so eine Liste zu machen mit irgendwie 100 Gründen, warum du dein Abitur schaffen möchtest beispielsweise. Du kannst ja irgendwie die drei wichtigsten Gründe einfach auf dein Homescreen hier oben rauf machen. Hier oben. Oben, okay, warum habe ich oben gesagt? Hier einfach rauf machen und dann siehst du das sozusagen, wenn du dein Handy entsperrst. Das funktioniert dann so ein bisschen wie ein Vision Board, nur dass es halt nicht so aufwendig ist. Ich hoffe, die Apps, die ich dir vorgestellt habe, können dir in Zukunft ein bisschen helfen und dir das Video heute gefallen. Falls ja, dann kannst du meinen Kanal auch sehr, sehr gerne abonnieren, um nichts weiteres zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Also habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.